Die Märkte gehen den Weg des größten Schmerzes und damit willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und was ist der größte Schmerz? Der größte Schmerz ist, indem es zunächst mal nochmal nach unten geht, alle aus dem Markt gekegelt werden, der DAX mit einem neuen Jahrestief heute, und dann schießt man nach oben. Warum schießt man nach oben? Weil die Amerikaner nach oben schießen, und die Amerikaner schießen nach oben, weil sie eben sich sagen, okay, wenn die Fed die Zinsen erstmal nicht anheben wird, dann ist das mal eine gute Nachricht. Wir gehen erstmal nach oben. Dazu der Ölpreis, der sich hier sichtlich stabilisieren kann. Wir sind heute über die 33er-Marke gegangen, nachdem der russische oder der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums gesagt hat, naja, wir gehen davon aus, dass die Türkei in Syrien einmarschieren wird. Das war sehr hilfreich für den Ölpreis, ebenso wie Gerüchte, dass es doch zu einem OPEC-Treffen kommt. Selbst der Iran scheint sich inzwischen dafür auszusprechen. Also viele Vermutungen, viele Gerüchte, nicht wirklich viel Klarheit, aber wir haben heute wieder US-Konjunkturdaten gesehen, vor allem die Industrieaufträge, minus 2,9%. Das war um und bei so erwartet worden, minus 2,8%, aber es zeigt einfach, was los ist im produzierenden Sektor in den USA, und das hat eben einmal mehr bestätigt, dass da wohl so schnell nichts kommen wird. Die Erstanträge heute gestiegen, wichtig, worauf die Fed auch achtet, ist der 4-Wochen-Durchschnitt, und der ist jetzt mit 285.000 so hoch wie seit März 2015 nicht mehr. Wir sehen also auch bei den Erstanträgen schon erste Schwächezeichen. Morgen kommen die großen US-Arbeitsmarktdaten, und wir haben schwache Daten von der US-Produktivität gesehen. Minus 3% statt erwartet minus 2,0%. Also hier wieder schwach, schwach, schwach die Daten aus den USA, und das ist gut für die Aktienmärkte, so pervers es ist, so unglaublich es ist. Aber in den USA ist eben die Logik der Algos so programmiert. Wir gehen jetzt davon aus, dass der DAX sein Tief gesehen hat. Ist natürlich auf wackeligen Beinen eine solche Prognose, denn die Unsicherheit war schon da. Wir sehen heute zum Beispiel, dass die Preise für Credit Default Swaps, für Kreditausfallversicherung der Deutschen Bank, extrem in die Höhe schießen. Man macht sich also Sorgen um die Deutsche am Markt. Wir sehen den italienischen Bankensektor erneut unter Druck, nachdem die Regierung dieses Rettungsdekret erstmal verschoben hat auf nächste Woche. Also es gibt jede Menge Panik am Markt, wir sehen extreme Euro-Stärke, wir sehen extreme Yen-Stärke, also die sicheren Häfen in Anführungszeichen, die haben hussiert, aber das war ein bisschen too much, das war ein bisschen zu viel, das ist jetzt overdone, das ist einfach ein bisschen überreizt jetzt nach unserer Auffassung, und dementsprechend dürften eben diese sicheren Häfen jetzt wieder Probleme bekommen. All diese Informationen, wo gibt es sie? Auf finanzmarktwelt.de, schauen Sie da rein. Jetzt schauen wir in die Charts, gucken, was ist los, was geht ab. Und wir starten mit dem DAX, der, wie wir hier sehen, jetzt mit einer Kerze auf 9.471 geht. Wir kommen eben noch unter der 9.300er Marke, und wenn wir uns jetzt das mal hier anschauen, dann sehen wir hier, ups, dass wir hier das Tief vom 20. unterboten haben auf Future-Basis, und das ist sozusagen die Antäuschung nach unten, und dann geht es nach oben. Jetzt kommt im Grunde das Szenario, das ich schon Anfang der Woche erwartet habe, dass wir eben nach oben laufen in den Märkten. Man geht jetzt diesen Umweg nochmal über den Weg des größten Schmerzes, um dann eben doch dahin zu laufen, wo man eigentlich hinlaufen sollte, aufgrund der Faktoren, die maßgeblich sind. Und es sind aber viele inzwischen wohl nicht mehr dabei. Da haben einige heute und gestern Geld verloren, haben sich mit Longs die Finger verbrannt und sind natürlich jetzt ein bisschen paralysiert. Schauen wir uns mal die US-Freunde an. Da sehen wir hier den Dow Jones, auch hier diese steile Kerze. Aber in den USA, auch auf Future-Basis, war der Druck überhaupt nicht so groß wie beim DAX. Der DAX war eben beeindruckt von der Euro-Stärke und hat sich da ein bisschen lumpen lassen auf der Unterseite. Nochmal ein Blick interessanterweise hier pardon, auf den Nasdaq 100. Hier sehen wir diese massive Bewegung nach oben. Wir erwarten, dass der Tech-Sektor in den USA der Treiber dieser Rallye sein wird, dass also hier möglicherweise der Nasdaq 100 hier ein interessanter Punkt ist, wenn man diese Rallye spielen will, so sie denn kommt. Aber das dürfte hier dann der Treiber der Bewegung sein. Schauen wir uns mal den alten Euro an, den guten alten Euro. Und wir sind ja deutlich über die 1,12er Marke geschossen, aber das war einfach too much, wie gesagt. Wir sind jetzt bei 1,1160, korrigieren also nach unten. Wir haben dann den Dollar-Yen, der immerhin wieder über der 117er Marke gehandelt hat, nachdem wir das Paniktief von gestern knapp über der 117er Marke sogar unterboten haben. Es wäre für die Märkte wichtig, wenn jetzt auch der Yen ein bisschen Luft ablässt, ein bisschen Dampf ablässt, wieder schwächer wird. Das wäre hilfreich für die Aktienmärkte insgesamt. Interessant auch, dass
der Yuan wieder stark aufwertet, hier der Dollar-Yuan, und wir sehen diese massive Bewegung hier nach unten beim Dollar zum Yuan. Das gibt den Chinesen wieder ein bisschen Luft. Heute interessant, die staatliche Devisenadministration SAFE in China hat beschlossen, dass man die bisherige Obergrenze für ausländisches Kapital, für ausländische Investoren aufheben wird, sondern man passt die Gelder, die da reinfließen dürfen, an die Größe des Unternehmens und an die verwalteten Gelder dieses Unternehmens an. Und hier denkt die Devisenadministration ganz offenkundig an die Notenbanken. Die sollen also animiert und eingeladen werden, die westlichen Notenbanken, vor allem hier chinesische Anleihen zu kaufen. Damit versucht man, die Kapitalflucht aus dem Land einzudämmen, und das ist der Yuan positiv hier, und das ist eigentlich wiederum positiv eben für die Märkte. Schauen wir uns mal das Gold an. War auch schon ein paar Dollar höher, aber nach wie vor robust, 1150, und hier das WTI knapp über der 33er Marke, hier diese Bewegung. Das ging zackig, russischer Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, über den vermeintlich bevorstehenden Einmarsch der Türkei in Syrien. Die Russen sind ja bekanntermaßen derzeit nicht die allerbesten Freunde der Türken. Insofern ist die Frage, wie ernst das zu nehmen ist oder ob das ein bisschen Propaganda ist. Aber auf jeden Fall versucht man offenkundig auch bei der OPEC jetzt einen Weg zu finden, sich dann in irgendeiner Form mal an den Tisch zu setzen. Hier die Deutsche Bank, die so ein bisschen es schafft, wieder über die 15er Marke zu kommen, obwohl die Credit Default Swap Preise deutlich steigen. Und wir haben hier den italienischen Index MIB 40. Also hier den Leitindex aus Italien, der Schwäche gezeigt hat aufgrund dieser Besorgnisse im Bankensektor, aber jetzt eben über diesen Abwärtstrend, der seit einigen Tagen anhält, rausgeschossen ist. All das sehen wir als ein Zeichen, dass sich die Dinge hier entspannen, zumal der Bund-Future, also die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, doch jetzt wieder ein Stück weit von den Kurshochs und Renditetiefs entfernt. Es ist also, da könnte jetzt Beruhigung reinkommen, da könnte Entspannung reinkommen. Wir könnten heute das Tief jetzt erstmal gesehen haben, aber die Märkte sind wild unterwegs. Dennoch glauben wir, dass eben jetzt die Wende da ist. Heute Morgen habe ich getitelt, die Chance auf die Wende. Dann ging es nochmal massiv nach unten, aber ich glaube, jetzt ist sie da. Aber wer weiß das schon. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Bis dann, ciao.